Schön, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem kleinen, knurzen-knackigen Video. Ich werde das auch Kuscheleinhorn nennen. Nee, ach na, die Kleine guckt noch kein YouTube, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Das wird auch dann bei den Weihnachtsvideos nochmal vorkommen. Das ist schon das erste jetzt für Weihnachten oder Geburtstag, wissen wir noch nicht, weil die Kleine hat ja am 23. Geburtstag, am 24. Weihnachten, ja. Das wissen wir noch nicht. Und sie hat sich ein Kuscheleinhorn für abends gewünscht. Ein flauschiges, weichiges Kuscheleinhorn, was nicht zu groß, aber auch nicht zu klein ist. Und das ist richtig schön dick gepolstert. Mit einem schönen Hörnchen. In rosa und Flügelchen. Ja, ein schönes, weiches Kuscheleinhorn. Gibt es natürlich auch, wenn ihr größer wollt, nochmal viele Größen größer. Und im Blau gibt es auch. Riecht auch nicht nach Chemie. Ganz normal wie Stoff halt. Hier geht auch keine Naht auf oder irgendwas dergleichen. Auch wenn ich hier dran rumziehe, ist alles fest. Weil viele sagen immer, ja, dann ist wieder Billigschrott oder so. Nein, ist nicht. Ja, gleich die Kleine holen. Es sieht wirklich gut, sehr, sehr gut aus. Und ja, Augen zu, mit einem Lächeln. Dann kann sie sich dann schön rauflegen als kleine Kissen. Da wird sie sich freuen. Und war gar nicht mal so teuer. Ich finde es schön. Ich finde es süß. Ich finde es sehr süß. Ach, das sind verschiedene Stoffe, oder? Ah ne, ich habe es gegen Strich gemacht. Ich habe mich schon gewundert. Weil es ein bisschen heller und ein bisschen dunkler aussieht. Aber ich habe das eine gegen Strich bewegt hier. Also ich finde es süß. Also ich finde es sehr süß. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Ja, und sie hat sich halt ein Kuscheleinhorn gewünscht. Ich weiß auch nicht, wie sie darauf kommt. Sie hat sich auch noch von Playmobil Sachen gewünscht. Den Baum mit Gesicht von Bayala oder wie das heißt. Oder Ayala, Ayaula, also Playmobil-Dingsbums. Und dann hat sie sich dann noch so einen riesen Baum gewünscht für Playmobil-Figuren. Und Babyborn-Hund, der pullern kann. Ja, den hat sie sich auch gewünscht. Ja, ganz toll. So. Und die Große hat sich auch was gewünscht. Da müssen wir auch noch gucken. So, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich werde euch das auch verlinken. Den Link zu Temu findet ihr in der Videobeschreibung. Kommt dann gleich direkt zum Einhorn. Und ja, ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.